Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, noch für den Marsch, zum 2.8, ja, Schuppenfräsen wieder an. Wasserfahrer fährt, der Gruppe hat auch noch und das heißt hier, Fräsen. Das ist ganz schön laut, bei mir jedenfalls. Ich habe eine Fernbedienung, ein bisschen leiser machen, hoffe, dass bei euch das passt. Her, leicht im gelben Bereich. Ansonsten in an sich machen. Da sehen wir nicht so viel, ne? Aber den muss ja gemacht werden, hat's ja auch nicht. Das können wir wegmachen. Das ist ja hier original, also Deko. So einfach, den Punkt zu finden. Und weg ist er. Muss er hier ein bisschen was wegmachen, bevor wir nächstes Mal Bäumenplatten können. Oder wollen. Ich sag mal, ob das nun Sinn macht oder nicht Sinn macht, weil er erst 22 herkommt, ist ja egal. Und dann machen wir hier mal sauber. Und dann im nächsten Frühling kommen dann halt die Bäume hin. Ne? Also hier oder drüben, ist ja egal. Aber immer Voraussetzungen schaffen, dass die Stumpen weg sind. Zum einen, weil die so stören. Ich weiß gar nicht, ob das ein Baum direkt daneben pflanzen würde, ob das überhaupt funktionieren würde oder wachsen würde. Weiß ich gar nicht jetzt. Dann sehe ich einen Baum in so Stunden gepflanzt und da war oh, kein Wachstum zu sehen. Als einer glaubte, er sind zwei nebeneinander. Ja, ich habe den weggefräst, beides. Also hier Stunden wegmachen und vergrößern, das mache ich nicht, das ist nicht notwendig. Solange ich genug Felder habe, werde ich in seltensten Fällen vergrößern. Ne? Kommt zwar ab und zu mal vor, wie 13 ich gemacht habe, aber da war ja auch ein sehr kleines Waldstück. Ist zwar hier auch, aber in dem Fall dann meist nicht. Dann heute, das kann sich natürlich auch ändern, ne? Und mal gucken, ob alle da stimmen, also dass dann irgendwelche auf der brauchenden Bremsen sind oder was. Das ist dann äußerst blöd. Und der brauchende Bremsen würde die Aufnahme im Prinzip verkürzen. Oder teilweise gar nicht zeigen was. Deswegen gucke ich wieder. In dem Fall habe ich meist was verstellt und dann ist es nicht so gut. Und Ton und so. Immer so eine Sache. Meistens bei neue Treiber und so, da gibt es meistens Probleme. Oder Windows-Updates und so.
ist warm. Letztes Jahr um die Zeit war es wärmer gewesen. Da hatte ich ja auch ein bisschen Stress gehabt letztes Jahr wegen meinem Reisepass. Aber das war, ich habe geahnt hatte, dass plötzlich dann die ganze Scheiße kam, Corona. Wo sie die Grenzen zugemacht haben, wo Behörden geschlossen haben, also Scheiße. Aber gut. Ich habe noch 9 Jahre Ruhe. Aber 9 Jahre vergeht dann schnell. Schon wieder 4, das ist Wahnsinn. Zeit vergeht immer dann, wenn man denkt, oh, das ist noch viel Zeit, lässt dir Zeit und dann nachher, zack. Ja, sehe gerade die Reifen, die wollen ja eine neue Marke reinbringen, Continental. Das ist im Grunde für mich völlig egal. Das andere geht nicht. Soll vorkommen. Gibt mal das Holz. Nun, meine Nachbarn sind wieder tief geklopft mit irgendwo. Ja, mal eine Stunde, eine Folge mal ein bisschen fräsen, versucht es ja ein bisschen mal zu verteilen. Also nicht 7 Folgen mit Holzfräsen machen, das ist. Ich persönlich muss das auch nicht machen. Aber muss ja gemacht werden, nicht? Ist ja hier ein Let's Play, wie es ja halt richtig gespielt wird, ne? Also von vorne bis hinten. Im Grunde mache ich nichts offline. Hier ist auch Unkraut. Ja, Betriebsferien, das machen wir jedes Jahr, ne? Das ist fast fest kalkulierbar. Immer Ende Juli, Anfang August. Und dafür gibt es im Sommer, also im zwischendurch, im Grunde keinen größeren Urlaub. Also, wir haben unsere Hauptarbeitszeit, ist ja im Prinzip September. Also September, Oktober geht richtig los. Wo die Aufträge reinkommen, richtig viele. Vorher machen wir Aufträge für Ersatzteile. Das ist dann überschaubar vom Stress her. Und dann geht es los, Oktober, November geht es dann los und dann im Winter ist dann volles Programm. Ne? Im Normalfall. Natürlich kann es am Ausland sein, geben, aber das weiß ich ja vorher nicht. Steckst nicht drinne. Und dieses Jahr hatten wir eigentlich im Großen und Ganzen teilweise mal so vom Regen, teilweise war es gut. Eine Region hatten wir vielleicht zu wenig gehabt.
aber im Grunde besser wie die Jahre davor, wenn allgemein die Bauern gut Geld verdient haben. Dann kaufen sie auch wieder was Neues und dann investieren sie halt mal, ne? Und dann profitieren wir auch davon. Als Firma. Der Lauf der Wirtschaft, ne? Der eine verdient Geld und der andere gibt aus. Sagt mir so schön. Was die eine Hand nimmt, gibt die andere gleich wieder weg. Klar, wir werden auch, erstmal stellen wir auch Ersatzteile her. Werden mal Maschinen repariert, aber wie gesagt, nach einer gewissen Zeit verletzt man ja was Neues. Ne? Aktuell haben wir einen neuen Ladewagen entwickelt. Rombo 7000, die Serie 7000. Das ist aber auch für größere Unternehmer. Ne? Gedacht. Da war die Säge stumpf. Die mag er nicht. Ein bisschen daneben. C und Taste C und X ist dicht zusammen. Wir haben 11 GB genutzt als Ganzes vom System. Also wer sich einen Rechner neu kauft, sollte schon mit auf 16 GB gehen. 8 ist ganz schön knapp. Wenn der Rechner mit Daten hin und her schicken muss, von der Auslagerpartei zur Festplatte und so, und wer zum A-Speicher zurück, ist ungünstig. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Aber Arbeitsspeicher kann man auch locker alleine erweitern, das ist nicht so tragisch. Man sollte nur achten, dass man die gleichen hat, ne? Die gleichen Sorte von der Geschwindigkeit. Ob ist das, bringt das nicht so viel. Gibt ja mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Wenn man langsame kauft und hat schnell drin, hat man verkehrt Ende gespart. Oh, so viele Bäume haben wir hier. Aber später haben wir noch große. Indem wir groß werden. Aber hier haben wir genug Bäume. Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Wir müssen mal sehen, dass wir da irgendwann mal wieder ein bisschen Holz machen. Vor der Ernte noch einen Wald kaufen und dann ein bisschen Bäume fällen. Wieder wird auch.
Und weg bist du. Hier da oben ist auch noch einer. Und die alle nach und nach entfernen. Aber da muss ja nicht die in der Jahreszeit sein, also unbedingt muss das nicht sein. Gut, ich glaube, das sollte schon vorher gewesen sein. Stundenträger ist reich, sagen wir so, ne? Auch bei 15 Minuten, nach 16, passt schon. Ja, sagen wir, schönen Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Aber nicht mit Stoppenfräsen. Irgendwas anderes finden wir schon. Tschüss.